Müll. Förderband. Da haben wir schon mal ein Brett. Das passt nicht. Das passt nicht. Ja, klar. Oh, finde ich schön, Was dass es wäre, jetzt, wenn ich das... dass Was sie keine wäre, Stimme wenn ich hat. das Förderband zur Wand schieben würde? Ich kann das Förderband nicht bewegen, Kann bis mich ich das Rad bewegen, aus bis dem ich Loch das Rad geholt aus dem habe. Loch geholt habe. Das geht nicht. Es geht nicht. Ja, klar. Plus Eis. Der Schnee ist dank des Salzes geschmolzen. Dank des Dings Ich geschmolzen. kann das Förderband nicht bewegen, bis ich das Rad aus... Na, ist das Brett hier mal. Das geht nicht. Upsa. Da wird nichts passieren. So. Ja, klar. Das Die Oberfläche des Bretts Einseifen. wird weicher, wenn sie eingeseift ist. Ich kann das Ich Förderband kann das nicht Fahrrad auch bewegen, nicht bis ich bewegen, das bis ich Rad aus das dem Rad Loch aus dem geholt Loch habe. geholt habe. Da wird nichts passieren. Passt nicht. Ja, klar. Das Okay. Rad ist im Loch ein... Naja. Können wir hier noch nach rechts irgendwie? Nö. Okay. Das heißt, wir müssen. Okay. Ich kann das Förderband nicht bewegen. Ich kann das Förderband Hör nicht mal, bewegen, wie ich bis ich... das aus dem Loch habe. Das passt nicht. Das passt nicht. Das Rad ist im Loch Das eingeschlossen. Loch ist eingeschmolzen. Das Brett ist nicht so Das rau, ist wenn es genauso eingeseift rau, wenn ist. es geschleift ist. Gehen wir nochmal zurück. Haben wir hier noch was? Nein, okay. Und haben wir hier noch was? Da, ne. Okay. Okay. Das wird jetzt knifflig. Meine Müll liegt nämlich auch noch im Brett. Das würde mich ja mal. Das würde ich vielleicht ja noch mitnehmen, aber. Ne, sie will nicht. Wie bekommen wir denn jetzt das? Ich kann das Förderband nicht bewegen, bis ich Nee, das das Rad aus ist dem... ein Loch, ja. Das wissen wir bereits, Schätzkin. Da wird nichts Was passieren. passiert ist? Moment, das ist doch eine Luftmatratze, oder? Großartig. Aber warum kann ich Aber das warum kann das Förderband nicht Förderband nicht das hinunterrutschen? Brett hinunterrutschen? Kabäm. Brillante Arbeit. Das Förderband befindet sich genau unter dem Fenster. Super, das heißt, wir können jetzt hier rein. Die Sachen auf dem Sachen Tisch, auf dem Tisch, die sie erinnern erinnern mich an mich an etwas. etwas. Super, jetzt muss ich hier auch noch mit meiner Stimme muss ich. Das nenne ich mal eine gut eingerichtete Werkstatt. Da endlich spricht sie wieder. Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich auch noch mit meiner Stimme Nicole sprechen. Sonst hätte ja gar nichts werden können. Ich unterdrücke. Jetzt ist es Jetzt ist offensichtlich. offensichtlich, hier hat Cartman seine Hier hat tödliche Maschine Cartman gebaut. seine Okay, aber wo tödlichen ist der Maschinen Typ? gebaut. Ich bin nämlich schon die Okay, ganze Zeit aber dabei, wo ist der Typ? meinen Husten hier zu unterdrücken. Wafer mit integriertem Schaltkreis.
Bei diesem Wafer fällt mir die Katastrophe beim Bahnübergang ein. Laserelement. Werkzeug. Kiste. Die Box hat ein mir bekannt vorkommendes Kombinationsschloss. Hat mir ein bekanntes Kombinationsschloss. Dieser Laser ist noch nicht zusammengebaut. Werden diese Projektoren hier zufälligerweise überholt? Ich wage es mal zu bezweifeln, Baby. Oh Gott, entschuldig bitte. Oi. Ja, das tat mal gut. Also ich befinde mich schon in der Phase des Abhustens, falls es jemanden interessieren sollte. Und dann würde ich jetzt mal sagen, wir gehen mal in das Code-Panel. Der Eigentümer dieses Hauses muss ein Logik-Genie sein. Was passiert da? Okay. Das Gerät ist zurückgesetzt. Ich muss von vorne anfangen. Ich werde von vorne anfangen müssen. Ja? Ah, okay. Na, wie viele Zeichen sind denn das bitte? So, rechts beides. Würde doch passen. Das war falsch. Oh, dass das jetzt so lange dauern muss, ey. Okay. Wie kann ich das denn einstellen, welcher das jetzt sein soll? Na gut, da wir eh noch keinen Code haben, also ich hätte da ein paar Ideen. Aber sicher bin ich mir da nicht. Die Tür vom Aufzug ist abgeschlossen. Und das ist im Übrigen sehr interessant, dass die, hier ganz viele Sachen gar nicht gedingst haben. Mit Text unterlegt haben. Das gefällt mir aber auch irgendwo, weil da muss man Nicoles grausige Stimme nicht hören. Beziehungsweise ihr dummes Gerede. Na gut, dann heißt es wohl logisch rangehen. Ich kann ja mal hier kurz testweise mal alles durchgehen. Gucken, ob das irgendwo einrastet. Es gibt irgendwie mehr Kreise als alles andere. Das Gerät ist zurückgesetzt. Ich muss von vorne anfangen. Vorne ist gut, wir fangen aber von hinten an, Schätzchen. Ich kann hier aber auch nicht auswählen. Mir nehmen sollen. Warte mal kurz, jetzt muss ich mal kurz was gucken. Oben, rechts, unten. Das Gerät ist zurückgesetzt. Ich muss von... Ja, jetzt macht der andere. Würde im Übrigen von der Logik... Nee, der haut noch nicht hin. Mal kurz gucken, ob wir davon vielleicht noch einen haben. Ja, davon haben wir noch welche. Das erste Licht ist an. Ich glaube, ich habe das richtige Symbol ausgewählt. Ah, okay. Dann ist es ja nicht allzu schwer. Kennt man von der Bundeswehr. Jetzt brauchen wir ein volles. Na? So. Ja. Zwei Lichter sind an. Ja, so einen Test musst du mal bei der Bundeswehr machen, wenn man sich da freiwillig meldet. Also, ja. Links, oben, rechts, brauche ich unten. Nein.
Links oben, rechts unten. Klasse, ich habe es geschafft. Gut, das war alles an. Wartet Cartman oben auf mich? Das war jetzt alles andere als schwer. Ich glaube, diese Geräte wurden hier entworfen. Also Logik-Genie nenne ich da mal anders. Der ist lediglich ein Technik-Genie. Weil der hat ja den ganzen Spaß selbst entwickelt, würde ich jetzt mal schätzen. Okay, Diagramm. Klimaanlage, Diagramm. Das ist ein Bauplan für eine Bombe. Okay. Im Sommer muss es hier glühend heiß sein. Gut, aber jetzt stellt sich mir hier die Frage. Da haben wir noch was. Noch ein Diagramm. Und dieses Gerät? Ein Ventilator? Ein Propeller? Wer weiß. Das Diagramm. Ich schätze, das ist das Diagramm eines Lasers. Okay. Huch, entschuldigt. Ja? Bleiben Sie, wo Sie sind, Dieb! Beruhigen Sie sich. Ich bewege mich ja gar nicht. Ich kann Ihnen alles in einer Sekunde erklären. Sie hat vielleicht eine Waffe. Sicher. Ich bin FBI-Agentin. Mein Name ist Bonnet. Das stimmt, Schwester. Das FBI hat unsere Farm überfallen. Nehmen Sie bitte Ihre Waffe runter. Was machen Sie hier? Haben Sie einen Durchsuchungsbefehl? Den werden wir bekommen. Sehen Sie? Zu schade, dass du sie nicht erschossen hast. Jetzt ist es zu spät, Paul. Ich werde alles erklären, aber nehmen Sie bitte die Waffe runter. Nicht so schnell. Erzählen Sie mir zuerst, warum Sie in mein Haus eingebrochen sind. Rufen Sie die Polizei, wenn Sie immer noch Angst vor mir haben. Siehst du, die Regierung kann machen, was sie will. Die Cops werden sie sowieso laufen lassen. Wir werden Beschwerde gegen sie einreichen. Okay, dazu haben Sie das Recht. Okay. Jetzt lassen Sie mich erklären. Das Fenster war offen. Ich kann sehen, dass Sie lange Beine haben, aber nicht so lang. Sie ist über das Förderband geklettert. Ich habe etwas Verdächtiges durch das Fenster bemerkt. Und was war das, Schätzchen? Ist das FBI an landwirtschaftlichen Maschinen interessiert? Ich führe eine Untersuchung durch. Und was untersuchen Sie? Bevor ich darauf antworte, Ihr Name, Sir, ist Paul Reed, richtig? Sie hat sich in mich verliebt. Ist er also... Ich entschuldige mich dafür, aber ich muss Sie fragen, ob... Ja? Sie schon lange im Rollstuhl sitzen. 10 Jahre. Seit 10 Jahren, Schätzchen. Es ist toll, dass Sie sich um Ihren Bruder kümmern. Lassen Sie das herumschleimen. Verlassen Sie diesen Ort oft zusammen? In die Stadt? Ja, tun wir. Und weiter? Urlaub zum Beispiel? Warum? Möchten Sie mich einladen? Hey, Stadtlady, wir haben hier keinen Urlaub. Kommen Sie auf den Punkt. Wir können es kaum erwarten. Also, ich ermittle in einem Mordfall. Mann! Erzählen Sie mir, warum Sie eingebrochen sind. Das bin ich nicht. Das Fenster war offen. Reden Sie mit mir, wenn Sie Ihren Arsch retten wollen. Das sollten Sie wirklich tun. Ihr Fingerabdruck wurde auf einem bestimmten Gerät gefunden, das dazu benutzt wurde, eine Person zu töten. Töten? Wen? Das ist doch alles Schwachsinn. Sein Name war Edward Carter. Kennst du den Typen? Ich kenne einen Joseph und eine Alice. Ich kann mich an keinen Edward erinnern. Wir hätten von diesem Mord gehört, oder? Der Fall ist noch ziemlich frisch, aber es ist in New York passiert. Wir sind hier in Maine, Frau. Wir haben Ihre Fingerabdrücke gefunden. Fingerabdrücke? Klar. Aber worauf? Auf einem Chip. Er war mit einer Wegfahrsperre verbunden. Warum? Um sie zu umgehen und das Auto unter Kontrolle zu bekommen. Aber man kann ein Auto so nicht kontrollieren. Man kann es nur stoppen. Das war der Punkt. Das Auto wurde an einem Bahnübergang gestoppt und von einem Zug gerammt. Ich bin verflucht. Was? Zu schade um den Wagen, was? Genug davon. Ich will, dass Sie verschwinden. Mr. Reed, können Sie mir erklären, wie Ihre Fingerabdrücke auf dieses Objekt kommen? Sind Sie sicher, dass es meine sind?
Wir haben sie mit denen aus ihrer Akte beim Militär verglichen. Diese Bastarde von der Army. Sie können nicht einmal ihre eigenen Geheimnisse schützen. Du musst nichts erklären. Wir sprechen nicht mit Leuten, die sich wie Diebe benehmen. Erstmal zwei Dinge. Falls Nicole zu leise sein sollte, dafür kann ich nichts. Und zweitens, wäre ich Nicole, hätte ich die schon längst festgenommen, weil die Beweise, die hier drin sind, sprechen verdammt gegen ihn. Nur mal so, nebenbei. Mr. Reed, es wäre besser, wenn Sie sich jetzt mit mir unterhalten würden. Sie werden ihn nicht ohne Beschluss verhören. Nach dem, was ich gesehen habe, werde ich leicht einen Beschluss bekommen. Sie kennen unseren Richter nicht. Ich möchte Sie nicht verhören. Ich bitte Sie nur freiwillig mit mir zu sprechen. Der Killer von Carter läuft frei herum. Es wird noch weitere Opfer geben, wenn wir ihn nicht erwischen. Ich muss mich jetzt um Paul kümmern. Gehen Sie bitte. Warte, Fan. Wir müssen Ihnen helfen. Wie kannst du Ihnen helfen? Wir werden sehen. Agent? Ich bin ganz Ohr. Da Sie meine Fingerabdrücke gefunden haben, es könnten die Schaltkreise sein, die ich hier vor ein paar Wochen konstruiert habe. Warum haben Sie sie konstruiert? Um Geld zu verdienen. Und wer hat sie bezahlt? Sehen Sie, das ist das Problem. Ich weiß es nicht. Wie sah der Mann aus? Ich habe ihn nie gesehen. Wie kommt's? Besser, Sie decken ihn nicht. Er hat mir nur einen einfachen Schaltplan geschickt. Der erklärte...